In seiner Todesangst floh Clemens in die sichere Engelsburg. Und seine Angst war gerechtfertigt, denn am nächsten Tag wurde Rom gnadenlos in Trümmer gelegt. Sie stürmten herein und verwüsteten die Stadt. Sie vergewaltigten, sie nahmen Geiseln, sie zerstörten Gebäude, sie entheiligten Gotteshäuser. Und sie belagerten Clemens den VII. In seiner Engelsburg. Castel Sant'Angelo. Etwa 8000 Menschen starben am ersten Tag. Es war ein grässliches Massaker. Alles wurde niedergemacht. Türen wurden aus den Angeln gerissen, Läden geplündert, Frauen vergewaltigt, Menschen verstümmelt und gefoltert. Es war grauenhaft. Der Sacco di Roma war wohl einer der schwärzesten Momente der Renaissance. Nach 7 Monaten Belagerung hatte Clemens seinen Fluchtplan ausgearbeitet. Er tauschte seine Roben gegen abgerissene Kleider, ließ die päpstlichen Juwelen aus ihren Fassungen lösen und das Gold einschmelzen. Mit dem Gold, das er sich in die Kleider hatte einnähen lassen, floh Clemens mit Hilfe von Bestechung aus Rom und entkam ins sichere Florenz. Aber die Neuigkeit war schneller als der Papst. Durch die Berichte aus Rom angestachelt, liefen die Feinde der Medici in Florenz Sturm. Sie griffen alles an, was das Regime symbolisierte. Auch die Gebäude, die die Herrschaftsmacht verkörperten. Die Anhänger der Medici erlebten in Florenz eine Woche blinder Gewalt. Die Aufständischen schlugen ohne Unterschied zu. Eine Bank, die aus dem Rathaus geschleudert wurde, traf Michelangelos David, das größte Symbol der Stadt. Aufgrund dieses Chaos war Papst Clemens VII. Kurz davor, Florenz anzugreifen. In der Kirche von San Lorenzo versteckte sich Michelangelo hinter den Grabmälern, die er für die Medici-Cousins erbaut hatte. Ich versteckte mich in der besten Zelle, begraben wie die toten Medici über mir. Aber ich verbarg mich vor den Lebenden. Doch die belagerte Stadt besaß noch eine Trumpfkarte. In der Stadt befand sich die letzte legitime Erbin der Medici-Dynastie. Es war die 11-jährige Nichte Clemens VII., Katharina de Medici. Clemens nannte sie bekanntlich meine unbezahlbare Perle. Aber er wusste genau, was sie für die Medici-Familie wert war. Das wusste allerdings zu seinem Leidwesen auch die Bevölkerung von Florenz.
Man drohte Katharina in ein Soldatenbordell zu verschleppen, falls Clemens nicht zu einem Waffenstillstand bereit sei. Und Clemens rief tatsächlich seine Truppen zurück, denn er hatte mit Katharina de' Medici noch einiges vor. Katharinas Überleben zahlte sich für Clemens bald aus. Wenige Jahre später, als sie gerade einmal 14 war, verheiratete er sie mit dem Sohn des Königs von Frankreich. Die Unruhen, die ihre beiden Onkel ausgelöst hatten, begleiteten sie. In ihrer Regierungszeit breitete sich der Religionszwist auch in Frankreich aus. In Rom kämpfte Clemens mittlerweile gegen den Tod. In einer letzten verzweifelten Geste rief er den Mann zu sich, mit dem er aufgewachsen war. Michelangelo. Ein gewaltiges Fresko im Vatikan sollte sein letztes Werk für die Medici-Päpste werden. Aber es verriet auch seine Einstellung gegenüber seinen Gönnern. Über dem Altar der Sixtinischen Kapelle schuf Michelangelo eine Darstellung des jüngsten Gerichts. Das herrliche Fresko reflektiert die Zerrissenheit und die Qualen seiner Zeit. This is one of the most tragic period for the history of Europe. So art could. Es ist eine der tragischsten Epochen in der europäischen Geschichte. Deshalb konnte die Kunst nicht mehr einfach nur die Schönheit der Natur wiedergeben, wie in der Renaissance. Es war zu viel Dramatisches geschehen. In diesem Auftragswerk, dem jüngsten Gericht, hat Michelangelo wahrscheinlich viel von der Bedrückung und Angst dargestellt, die seine Zeit kennzeichnet. Man sieht keine glücklichen Menschen. Die Körper sind verdreht und von Qual gezeichnet. Man kann nicht mehr einfach glückliche, heitere, lächelnde Menschen mit hübschen Landschaften im Hintergrund malen. Es ist wie beim Übergang vom Impressionismus zum Expressionismus. Impressionismus, das ist Gelassenheit, Blumen, Schönheit, ländliche Idylle. Expressionismus ist eine dramatische, ungemein gewalttätige Kunst. Aber Clemens VII. Sollte das große Werk nicht vollendet erleben. Giulio de' Medici starb 1534, erschöpft von den Umwälzungen seiner Regierungszeit. Es war das Ende einer Ära. Die korrupte, verhängnisvolle Regierungszeit der Medici-Päpste war vorüber.
Doch ein einzelner Akt der Wiedergutmachung sollte eine neue, große Ära der Medici-Dynastie ankündigen. Zukünftige Generationen würden die Renaissance über das Gebiet der Kunst und Bildhauerei hinaustragen und das Bild des Menschen vom Universum für immer verändern. Wie in der Renaissance. Es war zu viel Dramatisches geschehen. In diesem Auftragswerk, dem jüngsten Gericht, hat Michelangelo wahrscheinlich viel von der Bedrückung und Angst dargestellt, die seine Zeit kennzeichnet. Man sieht keine glücklichen Menschen. Die Körper sind verdreht und von Qual gezeichnet. Man kann nicht mehr einfach glückliche, heitere, lächelnde Menschen mit hübschen Landschaften im Hintergrund malen. Es ist wie beim Übergang vom Impressionismus zum Expressionismus. Impressionismus, das ist Gelassenheit, Blumen, Schönheit, ländliche Idylle. Expressionismus ist eine dramatische, ungemein gewalttätige Kunst. Aber Clemens VII. Sollte das große Werk nicht vollendet erleben. Giulio de' Medici starb 1534, erschöpft von den Umwälzungen seiner Regierungszeit. Es war das Ende einer Ära. Die korrupte, verhängnisvolle Regierungszeit der Medici-Päpste war vorüber. Doch ein einzelner Akt der Wiedergutmachung sollte eine neue, große Ära der Medici-Dynastie ankündigen. Zukünftige Generationen würden die Renaissance über das Gebiet der Kunst und Bildhauerei hinaustragen und das Bild des Menschen vom Universum für immer verändern. Clemens rief tatsächlich seine Truppen zurück, denn er hatte mit Katharina de' Medici noch einiges vor. Katharinas Überleben zahlte sich für Clemens bald aus. Wenige Jahre später, als sie gerade einmal 14 war, verheiratete er sie mit dem Sohn des Königs von Frankreich. Die Unruhen, die ihre beiden Onkel ausgelöst hatten, begleiteten sie.
In ihrer Regierungszeit breitete sich der Religionszwist auch in Frankreich aus. In Rom kämpfte Clemens mittlerweile gegen den Tod. In einer letzten verzweifelten Geste rief er den Mann zu sich, mit dem er aufgewachsen war, Michelangelo. Ein gewaltiges Fresko im Vatikan sollte sein letztes Werk für die Medici-Päpste werden. Aber es verriet auch seine Einstellung gegenüber seinen Gönnern. Über dem Altar der Sixtinischen Kapelle schuf Michelangelo eine Darstellung des jüngsten Gerichts. Das herrliche Fresko reflektiert die Zerrissenheit und die Qualen seiner Zeit. This is one of the most tragic period for the history of Europe. So art could. Es ist eine der tragischsten Epochen in der europäischen Geschichte. Deshalb konnte die Kunst nicht mehr einfach nur die Schönheit der Natur wiedergeben, wie in der Renaissance. Es war zu viel Dramatisches geschehen. In diesem Auftragswerk, dem jüngsten Gericht, hat Michelangelo wahrscheinlich viel von der Bedrückung und Angst dargestellt, die seine Zeit kennzeichnet. Man sieht keine glücklichen Menschen. Die Körper sind verdreht und von Qual gezeichnet. Man kann nicht mehr ein. In Rom kämpfte Clemens mittlerweile gegen den Tod. In einer letzten verzweifelten Geste rief er den Mann zu sich, mit dem er aufgewachsen war, Michelangelo. Ein gewaltiges Fresko im Vatikan sollte sein letztes Werk für die Medici-Päpste werden. Aber es verriet auch seine Einstellung gegenüber seinen Gönnern. Über dem Altar der Sixtinischen Kapelle schuf Michelangelo eine Darstellung des jüngsten Gerichts. Das herrliche Fresko reflektiert die Zerrissenheit und die Qualen seiner Zeit. This is one of the most tragic period for the history of Europe. So art could. Es ist eine der tragischsten Epochen in der europäischen Geschichte. Deshalb konnte die Kunst nicht mehr einfach nur die Schönheit der Natur wiedergeben, wie in der Renaissance. Es war zu viel Dramatisches geschehen. In diesem Auftragswerk, dem jüngsten Gericht, hat Michelangelo wahrscheinlich viel von der Bedrückung und Angst dargestellt, die seine Zeit kennzeichnet. Man sieht keine glücklichen Menschen. Die Körper sind verdreht und von Qual gezeichnet. Man kann nicht mehr einfach glückliche, heitere, lächelnde Menschen mit hübschen Landschaften im Hintergrund malen. Es ist wie beim Übergang vom Impressionismus zum Expressionismus. Impressionismus, das ist Gelassenheit, Blumen, Schönheit, ländliche Idylle. Expressionismus ist eine dramatische, ungemein gewalttätige Kunst.
Aber Clemens VII. Sollte das große Werk nicht vollendet erleben. Giulio de' Medici starb 1534, erschöpft von den Umwälzungen seiner Regierungszeit.